Hey, was machen wir heute? Ich habe in Google eine Pizzeria gefunden. Google sagt, das ist die beste Pizzeria in Gaziantep. 804 Bewertungen und 4,9 Sterne. Meisterone Coffee and Pizza. Und die werden wir heute testen. Heißt es nicht Meisterone? Der Hund? Ist nicht da, gell? Ich wollte euch eigentlich den Löwen zeigen. Den Aslan der Türkei. Lassi. Oh, der Typ. Pizza essen in Gaziantep, Freunde. Tschüss. Gestern hat uns die Polizei eingehalten am Abend. Und ich habe so zu Emily gesagt, oh, da gibt es den Stress, blablabla. Was ist passiert? Was hat der Polizist gesagt? Du sollst auf Türkisch nur sagen, ben Türkiye çok seviyorum. Sag mal. Ben Türkiye çok seviyorum. Was heißt das? Ich liebe die Türkei sehr. Nimm mal Autoschlüssel mit. Bevor wir aber Pizza essen gehen, Freunde, werden wir noch kurz bei Starbucks ein kleines Käffchen trinken. Und dann werden wir die beste Pizza in Gaziantep probieren. Irish Form. Oben auf den Cappuccino drauf tun, Bruder. Das ist es. Ich will ein Americano. Gib mal mein Geldbeutel. Geht's auf deinen Nacken oder geht was? Auf meiner. Freunde, wir werden noch nach dem Pizza essen. Ich verrate euch nicht, aber wir gehen noch was Geiles abchecken. Warum wir so heimlich filmen, wenn Starbucks darf man nicht filmen? Danach essen wir einen sehr, sehr geilen Donut. Hat Emre zumindest gesagt. Schmeckt geil, ne? Ich fühle mich viel zu süß, Digga. Echt? Ich mag süßen Kaffee null, Digga. Ja, du bist richtiger Kaffeetrinker. Ich trinke nur Kaffee. Ich mag so schwarz wie meine Seele, Digga. So schwarz wie dieser Freund. Aber du bist Milch, du bist Milchschokolade. Bist du bereit für Pizza essen? Yes. Die große Krabbe Pizza ist die Pizza für dich und mich. Los geht's zum Pizza essen, Freunde. Google sagt, es ist die beste Pizza. Ich freue mich wirklich auf diese Pizza. Ich habe jetzt auch richtig Bock auf Pizza. Endhunger, wir haben noch nie mal gefrühstückt. Copyright. In meinem Kopf ist so viel. Hey. Ist doch nicht so viel, ey. Was rufst du? Ziemlich rum. In meinem Kopf ist so viel. Ist nichts los, sehr geil. Er ist auch nicht da, glaube ich. Echt? Ist mir aber egal. Ja, Freunde, hier steht hier drin in einem Laden farbenfroh, coole Musik. Ich sag das hier auch offen ehrlich, wir waren gestern schon mal hier, haben zufällig Pizza gegessen. Ich kann so viel sagen, so wie sie gestern geschmeckt hat, es war schon eine sehr, sehr gute Pizza. Aber ich habe persönlich gesagt, ich muss euch mitnehmen. Da sieht man auch ein paar coole Sachen, ne? Kennt man. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Karte. Napolitana, Margarita, vegetarisch, Meat, Tuna, Chicken Pizza, Shrimp, Meatball Pizza, Pepperoni, 4 Käse. Also es gibt wirklich allerlei Auswahl. Was essen wir? Du bekommst mich auf den Teller. Wir essen Pizza Napolitana. Margarita einfach? Yes. Und? Wahrscheinlich 4 Cheese Pizza. 4 Cheese? Napolitana, Margarita, 1. And 4 Cheese Pizza, 1. Water. Weißt du nicht, was Water heißt, Bruder? I am speaking English 50-50. Die Donuts, Freunde, werden auch lecker. Sobald du eine Pizza bestellst, bekommst du einen Salat extra dazu. Und es gibt noch 4 Soßen. Ich denke mal eine Cocktailsoße, Barbecue-Soße, eine scharfe Soße und ein Ranch-Dip einfach. Wir testen jetzt mal deinen Geruchssinn. Mach mal die Soße auch auf. 4 verschiedene Soßen. Ja, du darfst nicht alles vorher riechen. Okay, ich nehme jetzt eine Soße, mach die Augen zu, riech. Das ist die Cocktailsoße. Okay. Hast du? Die hier. Ja! Margarita for cheese. Okay, mit dem Salat habe ich mich ein bisschen vertan, Freunde. Der Salat, den gibt es immer am Abend nur. Das habe ich nicht gewusst. Was? Da gibt es anscheinend entweder Suppe oder Salat. Jetzt haben wir hier vor uns stehen eine Margarita-Pizza
wie sie wahrscheinlich schöner nicht aussehen könnte. Sie sieht teigig aus, sie sieht tomatig, käsig aus, schön dicker Rand, bisschen Rucola obendrauf, den ich auch schon deutlich riechen kann. Und dann haben wir eine 4-Käse-Pizza, wo man wirklich 4 verschiedene Sorten Käse drauf sehen kann. Weiß, gelb, orange. Du hast den ersten Biss. Schnapp dir ein schönes Stück. Okay, let's go. Schau jetzt den Käse an. Lass mein Stück in Ruhe. Oh. Wow. Oh. Bam. Und jetzt gib ihm. Magst du am anderen Ende? Irgendwann später. Was ich so geil feier, ist, dass der Boden so nicht so crunchy, sondern schon fest und du beißt rein und dann ist es halt richtig warm, weich. Schaut mal, wie weich. Das Wasser läuft mir im Mund zusammen, ich muss sagen. Wir müssen anfangen zu essen, Freunde. Natürlich haben wir die 4-Käse-Pizza, aber bevor wir zu 4-Käse-Pizza probieren, müssen wir natürlich einfach mal die klassische Margarita probieren. Eieiei. Mit einem Stück Rucola. Ich bin ehrlich absoluter Rucola-Fan. Dieser Mozzarella da drauf ist einfach lecker. Und ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr wissen wollt, wie der Teig ist. Natürlich kann man reinbeißen, aber man kann auch hier an den Rand gehen und aufreißen, Freunde. Und dann, wenn man reinschaut und was da für Luftblasen und Adern sich durch den Teig ziehen, weiß man, die Pizza ist gut. Mmh. Ganz klar, ich muss die scharfe Soße probieren, es tut mir leid. Mmh. Die hat so ein bisschen Mexiko-Feelings. Probieren wir die Cocktailsoße noch. Boah, lecker. Das ist Pizza. Könnte ich mitten in der Nacht um 1 Uhr von Netflix, oder? Nein, Bruder, nach und so am Abend, wenn du ein bisschen was trinken warst. Die Margarita ist fast fertig, Freunde. Und jetzt räumen wir mal das Schätzelein zur Seite. Und holen uns die 4-Käse-Pizza. Spachtel. Mit der Hand holen. Eieiei. Eieiei. Guten Appetit. A4 draußen. Der besser. Bruder, mit Abstand. Ich weiß nicht mehr, ob das Burrata ist. Es ist so ein richtiger Frischkäse, wie du ihn dir vorstellst, Bruder. Es ist wie wenn du in einen Berg leicht geschmolzenen Frischkäse reinbeißt, mit Teig ummantelt, dann diese leichte Tomatensauce. Ich muss ehrlich sagen, das war einer der schönsten Bissen, die ich je in eine Pizza gemacht habe, glaube ich. Der Frischkäse, das muss Frischkäse sein, zu 100%, liegt auf den anderen Käsesorten drauf. Du beißt rein durch so Schmand. Es hat so leicht diese Eigenschaft von Schmand, richtig weich, ziehst den Käse von der Pizza runter, dann dieser Teig. Man kann nicht mehr sagen, außer es ist... Was will... Sprachen lernen, Bubble. Boah, dann will ich auch so ein Stück mit Frischkäse. So, ich bin aufgeregt. Ruhe. Okay. Boah, das ist so eine Pizza, die ich echt immer nachts so vorm Fernseher essen will, so nach dem Feiern gehen oder so. Wild, gell? Hey, diese Frischkäse gibt echt einen ganz anderen Geschmack, Mann. Ja. Kommt der Chef. Chef! Just woke up, man. You're in the car. Where are you?
Ja, Türe war wir. Frischkäse, Cheddar Cheese, dass da so eine dünne Schicht von Tomatensauce nur drauf liegt, ist wirklich der absolute Hammer. Ich muss ehrlich sagen. Das Krasse ist. Dieser Bissen. Was ist das Krasse? Diese Cheddar Cheese gibt ja nochmal so einen ganz anderen Geschmack. Und danach, Würze. Genau, und danach kommt halt diese Frischkäse. Das kickt dann alles weg. Ne? Da trifft wirklich mild auf würzig. Sieht aus wie eine Lava-Pizza irgendwie. Von rot bis weiß, einfach der perfekte Farbübergang. Kann so filmen, dass es aussieht, als wäre ich professionell. Komm, geh mir. Bitte gehen Sie vor. Also, was ist deine Einschätzung? Wie war die Pizza? Die Pizza war gut. Was ich sagen kann ist, natürlich, das hat so ein bisschen diesen New York-Film auch ein bisschen drin. Er hat auch das Pizzamachen, glaube ich, so viel ich weiß, in New York und so gelernt. Er macht eine Mischung aus napolitanischer Pizza und New York-Pizza. Die ist ein bisschen dicker, ein bisschen käsiger, ein bisschen nicht napolitanisch, sondern New York-mäßig, würde ich sagen. Und trotzdem hat er diese napolitanische Backart. Ich weiß jetzt nicht genau, was er für eine Tomatensauce benutzt, was er genau für Käse benutzt. Das macht nämlich auch nochmal einen ganz starken Faktor aus, ob das wirklich eine napolitanische Pizza ist. Was ich sagen kann, die Pizza ist gut und berechtigt die beste Pizza auf Google in Gaziantep. Yes. Was sagst du? Ich würde einfach nur sagen, Napoli meets New York. Genau. Ist eine geile Kombi, schmeckt ja auch richtig geil. Und ja, wir hatten Spaß daran, den zu War essen. Lecker. Kuss Danke. Geht raus auf jeden Fall. Und wenn ihr in Antep seid, Freunde, checkt den Laden ab. Was machen wir jetzt? Ich will's wissen. Bleib nochmal stehen, zeig mal kurz dieses Video her. Reicht. Mehr dürfen Sie nicht sehen. Es gibt einen geilen Shake mit Donut, mit... Seid gespannt, jetzt wird's lecker. Herzlich willkommen. Ehre, Hallo, Bruder. Was geht? Donut Kiss, Freunde, wir sind da. Okay, let's go! Was geht? Servus, Bruder. Alles gut? Nein. Randis, freut mich. Ibrahim. Ist dein Laden, Laden, oder? Ja, ja. Also vom Cousin. Von seinem Cousin. Also Familie. Ja, genau. Sehr geil. Wir haben eine Kette. Also es ist eine Kette. In Deutschland hat er auch noch drei. Also drei Filialen gibt es in Deutschland. Ich kümmere mich hier darum. Also sehr cool. Sehr cool. Ja. Weil der Raffaello sind es, oder? Ja. Genau. Es kommt alles von Deutschland. Ja, Bro, ich würde sagen, entscheid einfach, überrasch uns. Okay, mach irgendwas. Dann machen wir mal irgendwas. Gefroren ist und bei uns haben, habt ihr das so etwas nicht, es wird tagtäglich gemacht und ist alles noch frisch. Ja, Freunde, wenn man hier in die Vitrine reinschaut, ist jetzt nicht mehr allzu viel Auswahl, weil wir sind am Abend da. Die haben noch immer extra Donuts gemacht, damit ich sie euch zeigen kann. Es gibt eine große Auswahl von Snickers Donut, den klassischen Donut, der keine Füllung hat. Dann in der Mitte haben wir Donuts mit Füllung und ganz oben mit Topping und Füllung. Sind wir mal ganz ehrlich, ist es natürlich fast geschenkt. 25 Liter kostet 1,50 oder sowas, glaube ich. Oder knapp 2 Euro. Natürlich sind wir hier auch in der Türkei, aber es sieht überragend aus. Der Shake ist fertig. Jetzt gibt es noch ein letztes Dessert. Oh, hier ist auch cool so. Grüne Stühle, cool dekoriert. Man sitzt am Fenster an der Straße, kann ein bisschen runterschauen. Let's go! Zum Abschluss des Abends, Freunde, sind wir noch bei Donut Kiss persönlich vorbeigefahren. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich so einen Shake trinke. Das ist so
Kennst du, wenn du von Mama Kaba kriegst vorm Schlafen gehen? Bruder. Ja, schmeckt sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Schau mir mal, wie der Donut schmeckt. Das ist, glaube ich, das Wichtigere an dem ganzen Part für mich. Teig ist krass, Bruder. Der Teig ist deutlich, deutlich wolkiger und sanfter, als ich gedacht habe. Die Schokoladenschicht macht das Ganze so ein bisschen knackig. Die Nüsse oben sind auch sehr, sehr nice. Der schmeckt irgendwie wie diese Kakao von Aldi. Kennst du das in Tetra Pak? Nein. Okay, jetzt weißt du es. Hast du Hunger oder? Ich schwör's, Snickers, gell? Snickers, Digga. Das ist besser als Snickers. Schau, allein das Karamell innen drin hat mehr Geschmack wie die Snickers, Digga. Ja, Mann. Einfach komplette Snickers auf diesem Donut. Und es schmeckt. Es schmeckt. Du kannst so viel Schokoladensauce, du kannst so viel Giotto, Snickers, wie auch immer drauf machen. Wenn die Basis nicht sitzt, wird mir der Donut nie taugen. Aber hier sitzt die Basis, die Hausaufgaben wurden gemacht. Sehr, sehr guter Donut. Und es ist nicht so, dass sie die Donuts eingefroren haben und in der Früh oder über Nacht auftauen, sondern jeden Tag frisch aus der Bäckerei. Michaela, bin ich da, Michaela, bin ich da, Mann. Teşekkürler abi. Oh, Freunde. Stark. Danke. Rudi, mach's gut. Mach's gut. Passt auf euch auf. Machen wir. Gaziantep, Dankeschön. Es war sehr, sehr gut. Es war super lecker. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video auch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr für weitere Videos sehen wollt. Und vergiss die Glocke nicht. Genau, die Glocke nicht vergessen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn. Donut Kiss gibt es in Hannover, in Oberhausen und in Gaziantep. Das heißt, für alle Leute aus Oberhausen, aus Hannover, checkt das mal ab. Tschüss, Leute.